Häufige Probleme auf dem Motorola G42 und wie man sie löst. So beheben Sie das Problem mit dem Batterieverbrauch auf dem Motorola G42. Wenn Sie auf Ihrem Motorola G42 ein Antivirenprogramm oder einen Telefonreiniger installiert haben, dann deinstallieren Sie zuerst diese ab. Wenn Sie GPS nicht benötigen, schalten Sie es aus. Sie sollten die App immer aus dem Play Store selbst herunterladen, weil Apps von Drittanbietern Malware enthalten, die den Akku Ihres Telefons sehr schnell entlädt. Halten Sie die Helligkeit Ihres Telefons immer im Durchschnitt 30% minus 60%. Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs. Wenn Sie NFC, Bluetooth oder Hotspot nicht verwenden, lassen Sie sie immer ausgeschaltet. Wenn ein Software-Update für Ihr Telefon eingetroffen ist, aktualisieren Sie es. Ich hoffe, dass dieses Verfahren das Problem mit dem Batterieverbrauch Ihres Telefons behoben hat. Wenn dies Ihr Problem nicht behebt, bringen Sie Ihr Telefon zu einem Service Center. Träger und träge Benutzeroberfläche auf Motorola G42. Wenn Sie ein Motorola G42 verwenden, läuft es langsam. Wenden Sie die von Ihnen bereitgestellten Informationen auf Ihr Telefon an. Durch diesen Vorgang wird Ihr Telefon ordnungsgemäß funktionieren. So beheben Sie die Schnittstellenverzögerung bei Motorola G42. Wenn Sie eine Antiviren- oder Telefonreinigungs-App verwenden, deinstallieren Sie sie. Sie müssen keine Launcher von Drittanbietern verwenden. Verwenden Sie auch keinen der sich von Drittanbietern für Ihr Telefon. Sie sollten alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Verwenden Sie keine Anwendungen von Drittanbietern. Halten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Telefons immer sauber, lassen Sie ihn nie mehr als 90% ausfallen. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter und etc. Wenn diese Schritte Ihr Telefon nicht reparieren, führen Sie einen Soft-Reset Ihres Telefons durch. Ich hoffe, Sie haben diesen Vorgang verstanden. Problem mit mobilen Daten oder Mobilfunknetzen auf dem Motorola G42. Wenn in Ihrem Motorola G42 ein Problem mit den mobilen Daten oder dem Mobilfunknetz auftritt, wenden Sie dieses Verfahren selbst an, es wird Ihr Problem lösen. So beheben Sie Probleme mit mobilen Daten oder Mobilfunknetzen auf dem Motorola G42. Entfernen Sie zunächst Ihre SIM-Karte aus dem Telefon und legen Sie sie erneut ein. Schalten Sie den Flugmodus auf Ihrem Telefon für eine Minute ein und aus. Starten Sie Ihr Telefon neu. Setzen Sie den Zugangsnamen Ihrer SIM-Karte zurück. Einstellung, SIM-Karte und mobile Daten, SIM 1 oder SIM 2, Name des Zugangspunkts, Name des Reset-Punkts. Wenn diese Schritte das Problem mit den mobilen Daten und dem Mobilfunknetz nicht beheben, sprechen Sie dann mit Ihrem Netzbetreiber. Heizungsproblem bei Motorola G42. Wenn Ihr Motorola G42-Telefon ein Überhitzungsproblem aufweist, wenden Sie dieses Verfahren auf sich selbst an, es wird Ihr Problem lösen. So beheben Sie das Heizungsproblem auf dem Motorola G42. Sie sollten Ihr Telefon immer mit dem Originalladegerät aufladen. Die Telefonhülle muss während des Ladevorgangs entfernt werden. Verwenden Sie das Telefon nicht während des Ladevorgangs. Laden Sie das Telefon nicht auf, während Sie das Spiel auf dem Telefon spielen. Verwenden Sie keine Drittanbieter-App, laden Sie die App immer aus dem Play Store selbst herunter. Wenn Sie irgendein Antivirenprogramm auf Ihrem Telefon haben, deinstallieren Sie es. Wenn dieses Verfahren Ihr Telefon nicht repariert, führen Sie einen Soft-Reset des Telefons durch. Ich hoffe, Sie haben diesen Vorgang verstanden. Android-Apps öffnen sich langsam auf dem Motorola G42. Das ist das Problem bei fast allen Handys, die App öffnet sich immer langsam. Dieses Problem ist hauptsächlich auf den Arbeitsspeicher zurückzuführen, aber heute werde ich Ihnen sagen, dass Sie auch dieses Problem lösen sollen. So beheben Sie das langsame Öffnen von Apps auf dem Motorola G42. Wenn Sie irgendeine Art von Mood-App auf Ihrem Telefon haben, deinstallieren Sie sie. Halten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Telefons immer sauber, lassen Sie ihn nie mehr als 90% ausfallen. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite,
Fitterlight und etc. Sie sollten alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Lautsprecher funktioniert nicht auf Motorola G42. Wenn Ihr Telefon-Lautsprecher nicht funktioniert, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie Ihren mobilen Lautsprecher reparieren können. So beheben Sie, dass der Lautsprecher auf dem Motorola G42 nicht funktioniert. Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, wenn Ihr Telefon im Wasser getaucht ist, legen Sie es in trockenen Reis. Wenn Ihr Telefonlautsprecher plötzlich nicht mehr funktioniert, starten Sie das Telefon neu. Wenn der Telefonlautsprecher nicht schnell klingelt, überprüfen Sie im Lautsprecher, ob das Wasser nirgendwo hingegangen ist. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft Reset des Telefons durch. Wi-Fi-Verbindungsproblem oder geringe Wi-Fi-Reichweite auf dem Motorola G42. Wenn die Wi-Fi-Verbindung Ihres Telefons nicht funktioniert, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie Ihre mobile Wi-Fi-Verbindung reparieren können. So beheben Sie das Problem mit der Wi-Fi-Verbindung oder die niedrige Wi-Fi-Reichweite auf dem Motorola G42. Setzen Sie zunächst Ihren LAN-Router zurück. Setzen Sie das LAN Ihres Telefons zurück. Entfernen Sie die Handyabdeckung, bevor Sie Wi-Fi verwenden. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft Reset des Telefons durch. Das Motorola G42 Telefon schaltet sich unerwartet aus. Wenn Ihr Telefon unerwartet ausgeschaltet wird, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie beheben können, dass sich Ihr Mobiltelefon unerwartet ausschaltet. So beheben Sie, dass das Motorola G42 unerwartet ausgeschaltet wird. Wenn Sie irgendeine Art von Mode-App auf Ihrem Telefon haben, dann installieren Sie sie. Verwenden Sie die App mit der Lite-Version. Zum Beispiel YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite und etc. Verwenden Sie das Telefon niemals während des Ladevorgangs. Andernfalls schaltet sich das Telefon wegen Überhitzung aus. Wenn sich Ihr Telefon plötzlich ausschaltet, gehen Sie zum Service Center und installieren Sie die Software auf dem Telefon. Der Motorola G42 Bildschirm ist eingefroren oder hängt fest. Wenn der Bildschirm Ihres Telefons eingefroren ist oder hängen bleibt, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie beheben können, dass sich Ihr Mobiltelefon unerwartet ausschaltet. So beheben Sie, dass der Motorola G42 Bildschirm eingefroren ist oder feststeckt. Sie sollten alle Apps auf Ihrem Telefon aktualisieren. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Löschen Sie die Cache-Daten aller Apps auf Ihrem Telefon. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft-Reset des Telefons durch. Android-Apps und Spiele stürzen plötzlich oder unerwartet auf dem Motorola G42 ab. Wenn Ihre Android-Apps und Spiele plötzlich oder unerwartet abstürzen, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie plötzliche App- und Spielabstürze auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie plötzlich abstürzende Apps und Spiele auf dem Motorola G42. Halten Sie alle Apps auf Ihrem Telefon auf die neueste Version aktualisiert. Alle Apps, die plötzlich abstürzen, deinstallieren und neu installieren. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft-Reset des Telefons durch. Auf dem Motorola G42 werden keine Apps aus dem Play Store heruntergeladen. Wenn Ihre Apps nicht aus dem Play Store heruntergeladen wurden, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie Apps, die nicht aus dem Play Store auf Motorola G42 heruntergeladen werden. Gehen Sie zuerst zum App Manager und löschen Sie die Cache-Daten des Play Stores und erzwingen Sie dann den Stopp. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Wenn auf dem Telefon ein Software-Update erscheint, sollte es ebenfalls aktualisiert werden. Bluetooth verbindet sich nicht auf Motorola G42. Wenn Ihr Bluetooth keine Verbindung zu anderen Geräten herstellt, ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So beheben Sie, dass Bluetooth auf dem Motorola G42 keine Verbindung herstellt.
Entfernen Sie zunächst alle minimierten Geräte, indem Sie zu Bluetooth gehen. Dann ruf an. Starten Sie Ihr Telefon einmal neu. Wenn Ihr Telefon durch dieses Verfahren nicht repariert wird, führen Sie einen Soft Reset des Telefons durch. Gesprungenes Display und Berührung funktioniert nicht auf Motorola G42. Dies ist eine vorübergehende Lösung, wenn der Bildschirm gesprungen ist und Ihr Touchscreen nicht funktioniert. Ich werde Ihnen durch dieses Verfahren erklären, wie Sie dieses Problem auf Ihrem Mobiltelefon beheben können. So reparieren Sie ein zerbrochenes Display und die Berührung funktioniert nicht auf dem Motorola G42. Wenn Ihr Telefon aus irgendeinem Grund kaputt ist und die Berührung nicht funktioniert, können Sie mit Hilfe von OTG und einer Maus arbeiten. Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht mehr, als der Bildschirm des Mobiltelefons ausgeschaltet ist.